Willkommen zu Brain Damage, mein Name ist Chris und es ist soweit. Nachdem wir mit der Ankündigung von Morgens Pauken die Information bekommen haben, im Herbst kommt ein neues Die Ärzte-Album, haben wir nun mit Release von Morgens Pauken auch genauere Infos dazu bekommen. Außerdem habe ich eine kleine Information für euch, die ich bisher mal noch in keinem Forum irgendwo gefunden habe. Vielleicht interessiert sie den einen oder anderen. Aber fangen wir erstmal mit dem Wichtigsten an. Wie heißt es? Wann erscheint es? Das Album heißt Hell. So, allein schon der Name lässt einfach so viel Platz für Interpretationsfreiheit. Wir haben einmal Hell im Sinne von Helligkeit, hell, dunkel. Wir haben hell im Sinne von Hölle, hell, englisches Wort für Hölle. Wir haben theoretisch hell im Sinne von Intelligenz, der ist nicht ganz helle, sagt man auch. Interpretationsfreiheit, ey. Release ist am 23. Oktober 2020 und somit genau 20 Jahre nach dem Release von Runter mit den Spendierhosen, nachdem das Morgens Pauken Single Release genau 20 Jahre nach dem Wie es geht Release war. The more you know. Wir haben das Cover, das sieht so aus. Ist relativ schlicht gehalten, aber wir können jetzt auch komplett wieder rumspinnen und Theorien machen, denn das Morgens Pauken Cover ist das gleiche Cover wie die Säulengrün Fleisch EP. Hier haben wir auf dem relativ schlichten Hell Cover einfach nur die drei Köpfe der Ärzte und hätten somit theoretisch das eventuell letzte Ärzte-Album, in dem wir einfach die Ärzte sehen. Wiederum haben wir mit Debil das erste Ärzte-Album, wo wir auch alle drei Ärzte sehen. Beides ist weiß gehalten, beides ist schlicht gehalten. Der Schleiß kriecht sich. Andererseits können wir noch weiter zurückgehen und das erste Ärzte-Release anschauen, Zu schön um wahr zu sein, wo wir sogar explizit die drei Köpfe von den Bandmitgliedern sehen, allerdings halt gezeichnet. Oder eine ganz nette Theorie, die ich online entdeckt habe: Wenn man das Wort hell im Sinne von intelligent begreift, ist das Cover ein direktes Gegenteil von debil. Es ist sogar auch in weiß gehalten und zeigt die drei Mitglieder der Band. Und wenn man hell als Hölle versteht, steht es sogar im Zusammenhang mit Devil vom Re-Release von debil. Also das ist, wie das, was ich gesagt habe, mit debil nur noch mal ein bisschen intensiver. Wieso macht ihr das, Ärzte? Oh, außerdem haben wir hier das Cover. Ist ein schönes Cover. Wenn wir die Farben invertieren, haben wir ein schwarzes Cover mit blauer Schrift, das designtechnisch verdächtig aussieht nach dem Ticket-Design von der In The Air Tonight Tour. Könnte das etwa bedeuten, dass wir nächstes Jahr vor Tour-Release noch ein Album bekommen, das dunkel heißt mit schwarz-blau? Nein, vermutlich nicht. Aber ich fand's ganz witzig irgendwie, dass es genau die Gegenteilfarben sind. Hey. Was schon mal extrem geil ist, wir haben ein 61 Minuten langes Album. Das ist eine Ansage. 18 Tracks, 61 Minuten. Geht's besser? Ich find's besser als eine 2-CD, als ein Doppelalbum. Finde ich so 18 Tracks, 61 Minuten geiler. Bin ich gespannt. Wir haben auf Amazon und auf anderen Anbietern keine Tracklist gelistet, sondern die BPM-Zahlen. Und ich finde es mega interessant zu sehen, wie schnell die Songs sein werden. Track 1. 140 BPM, Track 2 213 BPM, Track 3 240 BPM. Das wird ein schnelles Lied, das ist voll geil. Okay, ich höre jetzt auf, Track dazu zu sagen, weil es sind noch ein paar. 204 BPM, dann kommt Morgens Pauken. Track 6, 201 BPM, 197 BPM, 188, 197, 175, 123, also eher was Langsameres. 150, 176, 128, 171, 195, 113 und am Ende wird nochmal Gas gegeben mit 198 BPM. Dann habe ich natürlich noch für euch eine kleine Information, die ich in bisher noch keinem Forum gefunden habe, jedenfalls bis zum Zeitpunkt der Aufnahme. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich schon selber rausgefunden haben. Für die, die es nicht wissen, ist es vielleicht eine ganz nette Information. Nämlich, wer hat wie viele Tracks auf dem Album? Wir haben auf dem Album Hell 10 Farin Urlaub-Songs, das ist viel verhältnismäßig, 5 Bela B-Songs, 1 Rodrigo González-Song, 1 Song Urlaub González und 1 Song González Felsenheimer. Erstmal muss ich dazu sagen, ich finde es an sich ein bisschen schade, dass wir so wenig González drauf haben, weil wenn ich zurückgucke auch, meine zwei Favorite-Songs sind Das finde ich gut und So in der Leere und allgemein die Rod-Songs waren saugeil zu der Zeit. Und nur ein Rod-Song, komplett Rod-Song, ohne Felsenheimer, das finde ich sehr schade. Aber das Positive daran in meinen Augen ist, es wirkt nicht so wie erzwungen, jeder muss gleich viel Tracks und deswegen wirkt es eher wie im Bela Farin Rod-Sampler als ein Ärzte-Album-Ding. Wie habe ich den Satz angefangen?
Wenn es euch noch genauer interessieren sollte, Track 1 Gonzales Urlaub, Track 2 Fahren Urlaub, Track 3 Bela B, Track 4 Fahren Urlaub, Track 5 Gonzales Felsenheimer, Track 6 Fahren Urlaub, Track 7 Bela B, Track 8 Fahren Urlaub, Track 9 Fahren Urlaub, Track 10 Bela B, Track 11 Fahren Urlaub, Track 12 Rodrigo Gonzales, Track 13 Bela B, Track 14 Fahren Urlaub, Track 15 Felsenheimer, Track 16 Fahren Urlaub, Track 17 Fahren Urlaub, Track 18 Fahren Urlaub. Und ich finde, das wirkt so ein bisschen unbeschwerlich. Das ist so, yo, wir entscheiden uns einfach für die besten Tracks, die wir aufgenommen haben. Und nicht, wir entscheiden uns so, dass jeder gleich viel hat. Es wirkt einfach freier. Wisst ihr, was ich meine? Und ich bin ultra gespannt darauf. Das Album kann natürlich vorbestellt werden und die Vorbestellerlinks findet ihr da unten in der Videobeschreibung. Und jetzt seid ihr dran. Eure Meinung. Einfach mal, ich muss jetzt nicht fragen, freut ihr euch auf das Album? Wenn ihr auf dieses Video geklickt habt, dann freut ihr euch auf dieses Album. Ich würde mal gern eure Gesamtmeinung einfach wissen. Zum Cover, zum Name, zu den Spekulationen, zu der Interpretenverteilung. Das würde mich mega interessieren. Ganz gerne da unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon mal dabei seid, wenn ihr unten in die Kommentare runterscrollt, dann scrollt ihr an der Videobeschreibung vorbei. Und über der Videobeschreibung, zwischen Video und Videobeschreibung, ist der Kanalname mit dem kleinen Abonnieren-Button. Den könnt ihr drücken. Denn, ich weiß, es ist noch eine Weile hin, aber wenn wir 5000 Abos erreicht haben, verlose ich die Morgens Pauken original verpackt. Das ist jetzt meine ausgepackte. Die habe ich nochmal original verpackt. Wird bei 5000 Abonnenten verlost. Gerne abonnieren. Abonnieren. Aber ansonsten sehen wir uns heute nochmal zu der Morgens Pauken Review, die ich jetzt gleich noch aufnehmen werde. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Trinkt genug, es ist verdammt heiß draußen. Und ja, Sonntag, Stream, 19 Uhr. Wir reden ein bisschen über das ganze erste Thema. Schaltet ein. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Ein Abo wäre grandios. Ihr könnt auch gerne ein Like geben. Folgt mir auf Twitter und auf Insta, aber nicht im echten Leben.